Servus Moped-Freunde, heute geht es ans Bremsbelagwechsel am Fiat Fundo 199 1.3 Multijet. Und ansonsten, es ist immer bei jedem Fahrzeug die gleiche Sache. Und in dem Fall habe ich jetzt bei mir noch einen Verschleißwarnkontakt mit dabei. Ansonsten bei den Autos ohne Verschleißwarnkontakt, das ist nicht viel Arbeit. Und wie gesagt, geht zu eurem Teilehändler des Vertrauens, Berger, Felder oder sonst was. Gebt die HSN, TSN, also euer Fahrzeugschein hin, und dann sucht ihr euch die richtigen Teile raus. Ich habe es hier schon und dann gehen wir jetzt gleich zum Einbau nach dem Intro. So, empfehlenswert sind natürlich Handschuhe. Ihr braucht einen Schraubendreher. Wir machen jetzt zuerst die Spange hier ab. So, als nächstes lösen wir den Verschleißwarnkontakt. Hier oben, da ist eine Lasche. Das könnt ihr einfach abziehen. So, dann holen wir die Nippel hier raus. Hier sind die Gleitbolzen drin. Ich meine, es war eine 7er Innenbus. Muss jetzt nochmal gucken. Hier oben ist auch noch eins. Das holt ihr hier oben auch raus. So, jetzt geht ihr mit einem 7er Innenbus. Also es ist tatsächlich 7. Geht ihr hier rein. Löst es oben und unten. So, und dann dreht ihr sie einfach raus. Habt das vollständig gelöst, könnt ihr jetzt die Bolzen hier einfach rausziehen und dann bitte mit Zewa und WD-40 hier alles reinigen und sauber machen. Aber WD-40 nur zum Reinigen. So, jetzt könnt ihr euch mit dem Schraubendreher hier ein bisschen helfen und den Sattel etwas abheben, oben und unten. Aber vorsichtig. So, den Sattel lege ich jetzt hier oben drauf, so dass er nicht hier rumbaumelt an der Bremsleitung. So, ihr holt jetzt zuerst diesen Belag hier raus und wenn das etwas schwer geht, helft ihr mit dem Schonhammer ein bisschen nach. So, dann könnt ihr das hier herauslösen und jetzt könnt ihr den anderen Belag herausnehmen. So, und da geht auch irgendwo jetzt noch die Leitung durch. Ich muss jetzt gerade gucken, wo. Genau, also der Warnkontaktstecker, der ist hier nochmal fest. Das heißt, das könnt ihr jetzt einfach hier von dem Blech abziehen. Und dann könnt ihr das Ganze hier rausziehen. So, und hier ist es auch noch mit einem Clip, seht ihr. Da auch noch befestigt, so ein Plastikclip, den holen wir auch noch raus. Mit einer Zange einfach zusammendrücken. Kriege ich das mit den Fingern hin? Ne, wahrscheinlich nicht. Mit einer Zange zusammendrücken, dann könnt ihr das auch hier herausholen. So, habt ihr alle Verbindungen von der Leitung hier gelöst. Könnt ihr das hier einfach herausholen und dann habt ihr die Beläge. Und ihr seht schon, bei mir war es nicht mehr viel. Also nur das Stück. Das war jetzt auch ganz knapp an dem Kontakt schon. So, bevor wir die neue Beläge einbauen, machen wir das Ganze hier noch sauber. Da, wo die neuen Beläge wieder reinkommen, nehmt ihr eine Drahtbürste und macht die Führungen sauber. Und auch am Bremssattel das alles sauber machen. So, und das Ganze dann jetzt mit Kupferpaste danach etwas einschmieren. Ich habe jetzt von Liquimoli eine Kupferpaste und dann schmiert ihr das vorsichtig ein. Hier die Führungen und dann können wir die neuen Bremsbeläge schon einsetzen. So, jetzt geht ihr her und macht noch den Bremsflüssigkeitsbehälter auf, weil wir müssen jetzt den Bremskolben zurückdrücken. Also ihr nehmt, entweder kauft ihr euch einen Rücksteller oder ihr drückt das mit aller Gewalt mit beiden Händen hier zusammen. Ja, und dann drückt ihr so fest ihr könnt
und drückt das zurück. Das geht auch, habe ich schon ein paar Mal gemacht, also das funktioniert. So, hier könnt ihr schon erkennen, habe ich alles mit Kupferpaste eingeschmiert, die Führung. Den Kolben, wie gesagt, den habe ich hier zurückgedrückt per Hand. Es gibt auch Bremskolbenrücksteller, die kann man kaufen, 20 Euro oder so bei eBay. So, dann machen wir die neuen Beläge auf, vorsichtig. So, und dann nehmen wir jetzt einen Belag ohne Kontakt und einen Belag mit Kontakt. So, den Kontakt, jetzt drehe ich mal ein bisschen höher. Den Kontakt fädle ich hier wieder durch den Bremssattel. So, und hier stecke ich jetzt, also da sind, ihr seht hier diese Klipse, das stecke ich jetzt hier durch in den Kolben rein. So, und hier habe ich auch auf der Innenseite etwas Kupferpaste aufgetragen und dann kommt der zweite Belag hier rein. So, jetzt packen wir uns den Bremssattel mit den Belägen, halten das fest und ziehen das hier wieder auf. So, bei den Bremsbelägen mit den Warnkontakten, da fehlt jetzt dieses Stück hier. Das fällt jetzt hier anscheinend weg. Das gibt es bei diesen hier nicht. So, ich zeige es euch hier. Das heißt, es wird einfach nur noch quasi hier aufgesteckt. Ich hoffe, man kann es nachher erkennen. Das wird dann hier auf das Blech nur noch aufgesteckt und dann, ja, kommt euer Kontakt hier rein. Die Nase muss hier drüber sein und dann ist das alles verbunden. So, mir gefällt das hier jetzt nicht so wirklich, dass hier diese Befestigung noch fehlt bei den Jurid oder wie die heißen. Aber was soll's, so hält's auch. So, und jetzt können wir gleich wieder die Bolzen durchstecken. So, bevor wir die Bolzen hier einbauen, mache ich noch zur Sicherheit etwas Schraubensicherung rein. Anzugsdrehmoment liegt bei 25 Newtonmeter und hier mache ich noch ein bisschen Kupferpaste auf den Bolzen und dann setzen wir das ein. So, nicht übertreiben mit der Kupferpaste und dann schieben wir das Ganze jetzt hier durch und drehen das schon mal an. So, und unten, ich weiß nicht, seht ihr das jetzt noch, unten genau dasselbe, ab in die Tülle damit und dann andrehen. So, Endfestigkeit 25 Newtonmeter. Wenn ihr das nicht im Handgelenk habt, dann nehmt bitte einen Drehmomentschlüssel und macht es damit. So, jetzt setzen wir die Spange wieder drauf. Ich mache ein kleines bisschen WD-40 in die Löcher. Aber passt auf, dass es nicht auf die Bremsscheibe kommt. Das war jetzt schon echt knapp gerade. So, und dann nehmt ihr die Spange und setzt diese wieder ein. Von Hand geht es natürlich etwas schwer, aber es geht. Jetzt mit dem Schonhammer noch ein bisschen nachklopfen die Spangen und auf festen Sitz überprüfen. Passt soweit und dann sind wir soweit durch. Ich habe jetzt bei dem alten Bremsbelag gesehen, man kann das hier weg machen, tatsächlich, es geht doch. Und dann können wir das auf die andere Leitung drauf machen, das zeige ich euch jetzt. So, und zwar fehlt ja jetzt hier noch die Halterung. Das können wir jetzt einfach hier einstecken und dann doch noch wieder verwenden. Aber eigentlich bei Plastik sollte schon ein Ersatz mit dabei sein, aber naja gut. So, und dann einfach eindrücken. So, und jetzt ist das hier wieder befestigt.
So, und zu guter Letzt, das was man gerne vergisst, sind diese Staubschutzkappen. Die kommen hier wieder zu den Gleitbolzen auf das Gummi. Oben und unten auch. Einfach reinstecken und dann ist fertig. Und damit sind wir jetzt durch. So, und genau dasselbe macht ihr jetzt auf der anderen Seite auch. Passt auf, dass nichts auf die Bremsscheibe kommt. Schmiert die Führungen mit Kupferpaste ein, die Auflageflächen auch ein bisschen mit Kupferpaste seitlich und am Bremskolben, dass es da keine Quietschgeräusche nachher gibt oder sonst was. Und genau, und passt auf, dass nichts auf die Bremsscheibe kommt oder auf die Beläge direkt von dem Kupferpaste oder was auch immer ihr dann verwendet. Und macht bitte die Staubschutzkappen, die vergisst man so gerne, die bleiben dann irgendwo liegen. Macht die Staubschutzkappen wieder drauf, ja, prägt euch das ein. Und macht oben am Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit die Kappe wieder unbedingt drauf. Ja, aber wir müssen ja den Bremskolben zurückdrücken und da ist nur so ein ganz kleines Löchelchen. Wenn wir das auf einmal zurückdrücken, also wir machen es uns erstens leichter und zweitens es ist einfach besser. Und am Schluss wieder bitte nicht vergessen, die Kappe da drauf zu drehen. Und dann sind wir soweit durch. Wer noch Fragen hat, schreibt sie in die Kommentare. Und auch hier jetzt bitte die Warnhinweise von mir. Wer sich nicht sicher ist bei diesen Arbeiten, ja, und Bedenken hat oder sonst irgendwas, geht in eine Werkstatt, lasst es dort machen oder lasst es von jemandem machen, der es schon mehrmals gemacht hat und lasst es euch zeigen. Ja, wenn man das einmal gesehen hat, auch... Ja, guckt euch von mir aus auch das Video von mir aus 3, 4, 5 Mal an, bis ihr wisst den Ablauf und die Schritte, was ihr machen müsst, dass ihr da ja nichts vergesst. Und bei den Bolzen bitte nicht vergessen, 25 Newtonmeter abknacksen, beziehungsweise bei eLearn für Fiat steht jetzt 25 Newtonmeter drin, bei Ford sind es glaube ich auch sogar 25 Newtonmeter. Und guckt aber, fragt nochmal nach irgendwo oder ruft mal eine Werkstatt an, was die Drehmomente für euer Modell sind, wenn ihr ein anderes Auto habt, andere Marke, anderes Modell. Noch ein kleiner Hinweis dazu von mir, wenn ihr die Bremsbeläge, die neuen, frisch eingebaut habt und eine alte Bremsscheibe noch drin habt, also die Bremsscheibe ist zum Beispiel noch von der Materialstärke her in Ordnung, das heißt, wenn ihr mal auf die Bremsscheibe schaut, da sind ja immer so kleine Riefen drin. Wenn ihr jetzt die Bremsbeläge frisch verbaut habt, heißt das für euch, ihr passt jetzt beim nächsten Mal, wenn ihr wieder losfahrt, mit dem Bremsen auf und bremst das mal vorsichtig ein. Ja? Und nicht gleich volles Rohr, eine Vollbremsung, das ist jetzt auch nicht so gut, weil auch die Brems, es kann tatsächlich passieren, dass die Bremsleistung erstmal etwas schlechter ist. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man keine Notfallbremsung mehr machen darf, wenn man eine machen muss, aber man sollte stärkere oder harte Bremsungen vermeiden, erstmal leicht einbremsen. Ich habe hier zum Beispiel, hier geht es einen Berg runter zu mir, da könnte ich zum Beispiel das dann immer schön Stück für Stück einschleifen und dann sollte das kein Thema mehr sein. Noch etwas, bevor ihr losfahrt, also ihr macht Zündung an, Motor von mir aus an, drückt, bevor ihr losfahrt, 2 oder 3 Mal das Bremspedal. Beim ersten Mal wird es komplett durchtretbar sein. Und dann beim zweiten Pump merkt man schon, jetzt kommt es. Und beim dritten Pump sollte wieder die volle Bremsdruck bzw. der Druckpunkt verfügbar sein. Die Bremsbeläge, also wir mussten den Kolben ja auseinander bzw. zusammenschieben, damit wir die neue Beläge reinkriegen. Beim ersten Pump wird er so weit gedrückt, und fängt an, langsam die Beläge an die Scheibe zu drücken. So, beim zweiten Pump drückt das an, beim dritten Pump sollte auf jeden Fall der Druckpunkt wieder verfügbar sein. Bevor ihr losfahrt, bitte Bremspedal 2-3 Mal treten, bis der Druckpunkt wieder verfügbar ist. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin eine angenehme Fahrt und bis zum nächsten Video. Yeah.